Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr das Prüfprogramm eines Serie 8 Modells aufrufen könnt. Zuerst schaltet ihr das Gerät ein. Die erste LED, wie hier im Video zu sehen, muss leuchten. Danach haltet ihr die Tasten Start, Pause und Gitterschutz gedrückt. Zuerst seid ihr im Prüfmodus für das Display und die Elektronik. Auf C02 wird der Kondensatschalter und die Kondensatpumpe geprüft. Auf C03 macht die Trommel eine Linksdrehung und falls vorhanden, wird der Dampferhitzer aktiviert. Auf C04 macht die Trommel eine Rechtsdrehung und das Kühlgebläse für den Dampf wird aktiviert. Auf C05 ist die Heizung auf halber Leistung. Im Display könnt ihr die aktuelle Temperatur ablesen. Auf C06 ist die Heizung auf voller Leistung und falls ein Kompressor verbaut ist, läuft der an. Auch hier könnt ihr im Display die aktuelle Temperatur wieder ablesen. Sie sollte nach einer Weile ansteigen. Auf C07 könnt ihr den Leitfähigkeitssensor überprüfen. Dieser befindet sich unterhalb der Tür. Auf C08 könnt ihr den Leitfähigkeitssensor überprüfen. Diesen müsstet ihr dann überbrücken bzw. kurzschließen. Auf Position 09 wird nochmal der Kondensatbehälter für die Pumpe überprüft. In diesem Fall sollte er leer sein. Und auf C10 wird der Fehlercode angezeigt. Mit dieser Tastenkombination könnt ihr den Fehler löschen. Wenn das Prüfprogramm durchgelaufen ist, schaltet ihr das Gerät aus, erneut wieder ein. Es wird euch ELE angezeigt. Die Sensoren werden in diesem Moment nochmal kalibriert. Lasst dieses Programm so circa eine Minute laufen. Danach könnt ihr das Gerät wieder ausschalten, einschalten und es ist alles wieder betriebsbereit. Weitere Informationen bekommt ihr auf meiner Homepage waschmaschine-kaputt.com. Wenn ich euch mit dem Video helfen konnte, wäre es schön, wenn ihr meinen Kanal abonniert und einen Daumen nach oben dalasst.